Dieses Schnellsein, dieses Machen, Abhaken, das Nächste. Konzentriert möglichst einmal drehen, im schlimmsten Fall zweimal. So ist ein Rhythmus entstanden, der es, glaube ich, ihm leicht gemacht hat, es durchzustehen eben, weil er sich die Kraft besser einteilen konnte. Und was das betrifft, waren wir uns total einig. Es war eine tolle Aufforderung und hat also auch psychisch unheimlich viel ausgelöst bei den Leuten. Unter anderem Angst und Schrecken. Und ein bisschen was davon ist immer gut, weil eben dieses System, das ja immer und überall auch beim Film existiert und existiert hat, jeder kann mal einen Fehler machen, nicht? Dieses allzu menschliche, ach Gott, jeder macht mal einen Fehler. Da hängt man das Mikro rein, der andere verfährt sich, der dritte stolpert, der vierte weiß nicht was, verspricht sich und so weiter. Und am Schluss drehst du schon mal 7 Mal, bloß weil jeder irgendwann einmal irgendeinen Aussetzer hatte und nicht konzentriert war. Und diese Forderung an die Konzentration, das ist, finde ich, was ganz was Tolles. Das hat natürlich dazu geführt, dass diese ersten Monate in Berlin auch eine Art Testphase war, wo man sich so auch so hingetastet hat. Der Nachteil ist aus der Betrachtung heute, dass manches nicht ganz einheitlich ist. Das gehört aber irgendwie dazu, zum Stil und zur Jugend, würde ich sagen, und zu dem ganzen Abenteuer. Es strahlt auch das Abenteuer so aus. Der Rainer hat quasi Situationen hergestellt und wollte Aufgaben stellen, die zu lösen waren. Und wenn man jetzt sagt, in einer U-Bahn-Unterführung, die, was ich höchstens gute 2 Meter hoch ist, mit lauter fest montierten Lampen und nur lauter Pfeilern, und man macht jetzt eine 360-Grad-Fahrt um das ganze Ding rum, dann klingt es gut, aber es ist unglaublich kompliziert herzustellen. Aber ich war natürlich in dieser Zeit damals gefordert, diese Dinge auch zu lösen. Das heißt, es hat natürlich einen gewissen Reiz, aber es hätte besser sein können. Und es hätte aber nur besser sein können, wenn man das vorher in diesem Fall etwas exakter geplant hätte. Das heißt, es hätte Vorbauten geben müssen, man hätte was hinbauen müssen, wo man was besser verstecken hätte können und. Das war nicht möglich. Ne? Eine Biene, eine Wespe, ein Brummer kreist oben an der Decke, ein vollkommenes Naturwunder im Winter. Seine Stammesgenossen, Art, Gesinnungs- und Gattungsgenossen sind tot, schon tot oder noch nicht geboren. Das ist die Eiszeit, die der einzelne Brummer durchhält und weiß nicht, wie es gekommen ist und warum gerade er. Der Sonnenschein aber, der ist uralt und eigentlich wird alles vergänglich und bedeutungslos, wenn man ihn sieht. Er kommt über x Meilen her, am Stern Y ist er vorbeigeschossen. Die Sonne scheint seit Jahrmillionen, lange vor Nebukadnezar, vor Adam und Eva, vor dem Ichthyosaurus, und jetzt scheint sie die tiefste Tiefe einer Untergrundstation. Franz aber ist beschwingt, leicht, überleicht, lichtleicht und himmelhoch, da komme ich her. Einfach nicht zustande gebracht. Aber ich darf noch mal sagen, man sieht keine Lampen. Ich meine, das war das Mindeste, dass man die Lampen nicht sieht. Das wäre noch schöner. Ne? Das war klar, dass die Aufgabe gelöst wird. Aber die Aufgabe, dass die Lichtsituation der optimalen Lichtsituation entspricht, die ist eben nicht gelöst von mir. So siehst du das heute? Ja.